Kasperle, Bastelzeit. Und heute geht es um etwas, was wir schon mal hatten, nämlich den hier. Ja, das ist so ein Akkupack von einem Akkubohrschrauber. Den hatte ich vor einiger Zeit hier mal gezeigt und umgebaut auf, tada, Lithium-Ionen-Zellen. Ja, der ist leer und ich müsste den mal laden. Prinzipiell geht das einfach, indem ich hier oben Strom drauf gebe und hier das Board kümmert sich dann ums Balancing, also dass die Zellen dann nicht zu weit auseinanderlaufen. Aber das möchte ich nur mit Messgerät machen. Das heißt also, ich möchte mich jetzt nicht hier drauf verlassen, dass das wirklich 100% funktioniert, ohne zugucken zu können. Muss jetzt aber schnell gehen, na, mehr oder weniger. Das heißt, ja, ich bräuchte da mal ein anderes Ladegerät. Und da hatte ich auch mal eins gehabt, nämlich den IMAX B6. Der sieht aber aktuell hier so aus. Ja, sieht nicht mehr ganz so gesund aus. Hier war einer von den Tastern kaputt. Den hatte ich ausgetauscht und ja... Ihr kennt das übliche Problem, man müsste die Dinge auch mal fertig machen. Habe ich nicht gemacht, habe es in die böse Bastelkiste gemacht und so sieht das Display jetzt aus. Ja, da ist irgendwie, die Bastelkiste kriegt alles klein, ne? Heißt also, Display ist hinüber. Ich hoffe einfach, dass der Rest noch ganz in Ordnung ist. Ich meine, wir sehen hier, der Elko, der hat auch eine Delle, den sollte man vielleicht mal tauschen, aber... Das ist jetzt, denke ich, nicht so ein großes Problem. Der Rest sieht noch alles von der aktiven Elektronik so aus, als ob es funktionieren könnte. Also auch hier die kleinen Elkos ist alles okay. Ich würde sagen, probieren wir mal den hier ans Laufen zu kriegen, weil bei dem weiß ich, dass das mit dem Balancing sauber funktioniert und dem Laden hier. Das heißt also, ja, Zelle dran, Balancing-Anschluss dran und dann sollte das gehen. Zumindest wenn wir irgendwie den bedient bekommen. Ich muss mal gucken, ich glaube, so Displays habe ich noch irgendwo auf Halde. Kondensatoren, naja, muss im Zweifel das hier reichen. Das sind jetzt dann kleinere, die, wenn man die parallel schaltet, kommen wir in die richtige Richtung. Ich glaube, das hier unten waren 1000 Mikrofarad, 35 Volt. Und die hier sind dann halt ein bisschen kleiner. Aber gucken wir erstmal, was wir hier machen können. Das heißt, ich hole mal hier mein kleines Mobilnetzteil, stelle das mal auf 12 Volt und gebe einfach mal Saft drauf. Mal gucken, ob irgendwas explodiert oder ob es noch lebt. Also hier plus minus und nichts. Na, da war gerade noch was. Doch. Na komm. Okay. Das sieht gut aus. Man sieht auch auf dem Display tatsächlich, da lebt noch irgendwas. Ich sehe den Bootscreen, also IMAX RC und ja, er scheint auf jeden Fall zu starten. Das heißt also, die Elektronik wird wahrscheinlich tatsächlich in Ordnung sein. Ich versuche das mal gerade ein bisschen fester hinzukriegen, dass man das hier vernünftig testen kann. So, Bootscreen und ja, da ist auch das Hauptmenü. Ich kann durchschalten, Charge, Select und so weiter. Das sieht alles schon mal ganz gut aus. Da würde ich sagen, gucken wir mal, dass wir hier keinen Kurzschluss irgendwo haben. Das heißt, haben wir einen Kurzschluss hier über den Ausgangs-Elko, der so ein bisschen verbeult ist. Ja. 991 Mikrofarad, fast die 1000, also auch wenn er verdellt ist, er scheint jetzt erstmal nicht so kaputt zu sein, dass er gar nicht mehr funktioniert oder einen Kurzschluss hätte, das ist schon mal gut. Ja, dann gucken wir gerade mal, wie es mit Display aussieht. Ich habe da so eine Kiste, steht was von LC-Displays drauf und das sieht gut aus. Das sind auf jeden Fall hier diese typischen 16x2 Zeichen-Displays. Ich denke, die können wir dafür nutzen. Ist sogar ein blaues, also wie das Originale auch. Dann tauschen wir das einfach 1:1 und dann kann man das Ding auch wieder voll benutzen, weil ich glaube, auf der linken Seite stand halt der Strom, wenn ich richtig im Kopf habe, der Ladestrom und den müsste ich halt für hier so Akkus dann auch einstellen können. Gut, und 16x2, die sind standardisiert im Prinzip, das heißt, mindestens die Größe ist fast immer gleich, Pin-Out fast auch immer gleich, die ersten Pins sind eigentlich immer gleich. Die letzten beiden sind manchmal anders beschaltet. Das ist die Hintergrundbeleuchtung. Die ist nicht standardisiert, aber wenn wir gucken, das ist alles 1:1 genau dasselbe Display. Das heißt also, ja, kann ich einfach so tauschen und habe dann wieder meine ganze Funktion. Muss man natürlich mal gucken. Das ist hier leider mit so einer Stiftleiste oben und unten festgelötet, also nichts gesteckt oder so. Können das hier auch mal von den Schrauben befreien, die das Ganze auf dem Board halten. Und ja, wenn wir hier gucken, im Prinzip, wir kommen da nicht wirklich weiter, es sei denn, wir fangen dann an, das zu entlöten. Holen wir mal das komplette Board hier runter, dann kommen wir da besser dran, dann kommen wir auch an die Rückseite. Und ja, bleibt da nichts anderes übrig, als jeden Pin einzeln da raus zu operieren. Ist natürlich sehr nervig, aber das ist der Preis, den man zahlen muss, wenn man auf sein Zeug nicht richtig aufpasst und es einfach in die Bastelkiste mit den Dingen, die man mal machen muss, pfeffert. So, wenn wir es hochholen, sehen wir hier, sind ein paar Thermal Pads, auch wenn die nicht mehr so dolle aussehen. Die verbinden halt entsprechend da die Transistoren mit der Rückplatte zum Kühlen.
Und ja, da können wir dann entsprechend dran gehen, um das Ding, wie gesagt, zu entlöten. Beim Entlöten selbst habe ich mich aufs Display beschränkt. Das heißt also, da eine Menge Flussmittel drauf und dann versuchen, das Ganze rauszukriegen. War ein bisschen Gefummel, weder meine Entlötpistole noch Entlötlitze konnte allzu viel ausrichten. Das wollte irgendwie alles nicht so berauschend, aber nach und nach ging es dann ab. Die Stiftleiste, die von unten kommt, lasse ich drin. Die benutze ich dann einfach weiter, um dann das neue Display dran zu kriegen. Das neue Display kriegt dann hier so eine Federleiste drauf. Dann können wir das einfach da drauf stecken und ja, die einfach passend abgelenkt dran gelötet. Und ich denke, das sollte so auch laufen. Und so sieht das Ganze dann jetzt aus. Display ist drauf. Wie ihr hier oben seht, ich habe hier eine Leiste, so eine Buchsenleiste benutzt mit einer Steckerleiste, sodass man es dran und wegmachen kann. Ist ein bisschen lang. Die hier wären kürzer gewesen, diese gedrehten. Aber die sind relativ schwierig, gerade weil die Pins, die ich hier dran habe, auch noch teilweise mit Lötzinn voll sind. Die habe ich ja drin gelassen. Ja, passt schon so. Ist nicht ideal, sitzt ein bisschen höher, aber ich kriege es nicht mehr ins Gehäuse, aber so reicht es erstmal. Wird schon schief gehen. Wir können es im Prinzip auch so ein bisschen schräg festschrauben, zumindest hier unten mit einer Schraube. Dann kann es nicht weggehen. Mal gucken, ob das am Ende dann so gut funktioniert oder nicht. So, hier unten die Thermal Pads wäre wahrscheinlich sinnvoll, die mal zu tauschen. Ich habe jetzt gerade keine auf dem Tisch, das heißt also, ein bisschen staubfrei machen und danach die Thermal Pads in die richtige Richtung drücken, muss hier ausreichen. Mehr kann ich da jetzt erstmal nicht machen. Ich werde jetzt hier nicht mit so hohen Ladeströmen arbeiten, von daher denke ich nicht, dass wir jetzt auch die volle Kapazität brauchen. Das sollte eigentlich auch hier so funktionieren mit den Resten, die noch da sind. Also bauen wir da Dinge mal drauf. Aufpassen natürlich, dass wir das an der richtigen Stelle haben. Das heißt also, so rum muss das da drauf. Entsprechende bisschen zielen, dass wir die Thermal Pads nicht durch die Gegend schleifen. Und dann wieder gut festschrauben, sodass wir entsprechend da auch den nötigen Anpressdruck haben. Sodass diese Pads selber mit den Transistoren in Kontakt kommen und dann entsprechend die Hitze auch ableiten können. So, hier die eine Schraube, die werde ich dann gerade auch noch hier unten drunter einschrauben, einfach dass sie nicht verloren geht. Die hält zwar dann jetzt erstmal nichts, aber wenn ich das Ding später dann doch nochmal richtig baue, dann ja, dürfte das besser sein, wenn wir die nochmal wiederfinden. Okay, dann können wir jetzt das Display dann auch direkt wieder testen. Das heißt, geben wir nochmal Strom drauf und hoffen, dass wir diesmal eine vollständige Anzeige bekommen. Theoretisch, wie gesagt, sind die Dinger genormt. Das heißt, hier das Ersatzteil sollte problemlos funktionieren, aber man weiß ja nie. Und was sagt er? Strom an und nix. Ja, wo haben wir schon wieder einen Wackelkontakt hier? Achso, ich sehe gerade, wir haben Text. Wir haben nur keine Hintergrundbeleuchtung. Das ist natürlich nicht schön. Ich hatte eigentlich gedacht, dass die auch funktionieren sollte, weil A und K, Anode, Kathode, das sieht mir auch alles nach LED aus, wie das vorherige auch. Die alten Displays hatten teilweise keine LED, sondern hier solche EL-Streifen, Elektrolumineszenz. Da brauchte man nur einen Hochspannungsgenerator, aber das hier wundert mich jetzt, weil eigentlich hätte das aber gehen sollen. Was können wir denn da noch machen? Eigentlich nichts, wir können halt mal die Spannung messen, aber wieso sollte die nicht gehen? Wir hatten eben ja selbst mit dem kaputten Display ja noch eine Hintergrundbeleuchtung. Also ich gehe eigentlich davon aus, dass bordseitig die Spannung kommt. Und was haben wir hier oben? Moment mal, nix. Hä? Wieso haben wir jetzt nichts mehr? Haben wir denn unten? Unten sind 5 Volt. Okay, oben nicht. Dann haben wir wahrscheinlich da einfach ein Kontaktproblem bei unserer Steckerleiste, so wie es aussieht. Ja, ja, da ist kein Durchgang. Ja, okay, wenn ich drücke, geht's. Also es ist tatsächlich irgendwie ein Kontaktproblem. Ja, ich habe jetzt aber auch keine Motivation, das Ding nochmal neu zu löten. Also machen wir mal die Schraube hier einfach weg und probieren das Ganze nochmal aus. Mit etwas Glück hilft das ja, wenn er nicht ganz so schief ist. Also nochmal hier unsere Testkabel dran gemacht, Strom an und das sieht gut aus. Hintergrundbeleuchtung da, auch zuverlässig. Also ich denke, damit haben wir das jetzt im Griff. Wie gesagt, eventuell irgendwann nochmal unten die Stiftleiste rausmachen und dann gegen eine sinnvolle ersetzen. Aber na gut, hier so muss erstmal reichen. Ich mache auch hier die Schraube dann entsprechend unten wieder rein, sodass man die später wiederfinden kann. Und ja, für den Fall, dass man es wieder ins Originalgehäuse reinmachen will.
Aber ja, wie wir sehen, er geht an, er bootet, also das sieht alles soweit erstmal ganz gut aus. Machen wir mal hier einfach einen Kondensator an den Ausgang dran, so als Mini-Batterie und versuchen den mal hier zu laden. Mal Start, der müsste eigentlich durch Leckströme genügend Strom haben. Overvoltage, okay. Dann gehen wir mal hin und machen den ein bisschen höher. Ich glaube, die 12 Volt, die gehen über den Widerstand da rein. Für so einen Kondensator reicht das. Deswegen machen wir einfach hier 11, irgendwas Volt. Lassen das testen. Das müsste gehen. Jo, hat er erkannt. Confirm. Und da macht er schon Krach. Kondensator ist voll. Hat natürlich nicht so viel Kapazität. Da ist das normal. So, also wir haben jetzt hier unser funktionsfähiges Display, soweit so gut. Das heißt, wir können im Prinzip jetzt hier auch unseren Akku mit laden, denn ja, wie wir gesehen haben, der Kondensator scheint noch heile zu sein. Problem an der Sache, naja, bisher habe ich halt hier nur meinen Akkupack und ja, der ist, ich kann zwar im Prinzip da dran gehen und hier oben die beiden Anschlüsse an den Hauptanschluss dran machen. Das würde funktionieren. Aber wie gesagt, ich möchte ja auch Balancing haben. Dafür habe ich dann hier zum Glück noch so ein Set mit diesen wunderschönen Connectern, denn naja, bisher habe ich halt im Akkupack noch nichts. Machen wir die am besten einfach mal hier dran. Das brauchen wir dann in vierpolig für 3 plus Ground, also 3 Zellen plus Ground. Das wäre die hier. Und das sind, wie ihr seht, nur leere Steckerhüllen. Da gibt es dann entsprechend diese Metallteile, die ihr auch im Kasten seht, die da entsprechend aufs Kabel drauf müssen. Und ja, können wir schon mal ein paar raus operieren hier. Die brauchen wir dann ja gleich. Normalerweise krimpt man die. Ich muss mal gucken, ob ich eine Krimpzange habe, die die schafft. Mit Glück funktioniert das. Und ja, Kabel, wie gesagt, können wir relativ einfach hier drin dran machen. Wir haben hier die 4 Stellen, wo wir dann auch hier schon das bestehende BMS angeschlossen haben. Ich habe mir hier schon mal so ein paar Silikonkabel fertig gemacht, die lang genug sind. Dann kann man den Stecker am Ende einfach im hier in dem Pack versenken. Da ist ja noch Luft. Und für den Fall, dass man den mal braucht, hat man den dann. Dann fangen wir mal an und verkabeln den ganzen Murks. Ja, wie gesagt, einfach ein Kabel an jedes von den 4 Ecken von diesem Dings. Und ja, ich habe hier schon mir diese Krimpzange mal geholt. Die ist von so ähnlichen Steckern. Mit etwas Glück funktioniert das also. Also lade mir hier mal einen rein und ja, theoretisch steckt man dann einfach nur noch das Kabel rein, drückt zu und alles ist fest. Natürlich so, dass man die Feder vorne nicht mit zusammendrückt, sondern nur den hinteren Teil, wo auch das Kabel reingehört. Und das Ergebnis sieht hier so aus. Ja, ich habe beides wieder einzeln. Also offensichtlich funktioniert das nicht so berauschend. Ich gehe einfach davon aus, die Zange passt nicht so wirklich. Die habe ich zwar extra für so Stecker geholt, aber ihr seht ja, egal was ich mache, ich kriege es nicht hin, dass das hier sauber funktioniert. Die rutschen halt immer wieder runter. Ist allerdings auch kein wirkliches Wunder. Normalerweise ist es die Zange für diese Dinger hier und da sind die Pins halt etwas größer. Versuch was wert. Aber dann gehen wir halt wieder zum Klassiker und löten die einfach fest. Ja, und was ich hier mache, ist einfach das Ganze zusammenlöten. Das heißt also, ich mache das Kabel in den oberen Bereich. Macht dann Lötzinn da rein, sodass es fließt. Dann geht das da auch wahrscheinlich nicht mehr so einfach raus. Muss aufpassen, dass das Lötzinn nicht weiter runterfließt, denn unten ist ja, also auf der linken Seite jetzt, ist ja die eigentliche Feder, wo nachher das Ding eingesteckt wird. Da darf natürlich nichts hin. Ansonsten kriegen wir es nachher nicht mehr eingesteckt. Aber hier so müsste das gehen. Das Ganze dann jetzt mal 4. So, jetzt am Ende müssen wir noch gucken, wie rum das reingehört. Einfachste Möglichkeit wäre natürlich rauszufinden, wo zum Geier Ground ist, weil Ground ist ja üblicherweise mit Ground verbunden. Aber wenn wir mal hier gucken und Ground und die ganzen Pins uns angucken, da ist nichts, was Durchgang hat. Also anscheinend ist selbst der Ground hiervon irgendwie geschaltet, was auch immer. Muss ich auf jeden Fall mal nachgucken. Und ja, jetzt im Nachhinein merke ich auch, dass das Blödsinn war, weil wahrscheinlich ist der Ausgang geschaltet. Naja gut. Ich habe hier aber zum Glück noch einen Akkupack, der, der 2 Zellen hat. Da kann ich mir einfach dem seinen Balancing-Connector angucken. Und hier sehen wir auch 7, irgendwas, 3,9. Also offensichtlich ist der, wenn wir so rumdrehen, oberste, der, wo Ground hingehört. Das heißt, daran können wir uns dann einfach orientieren und dann unseren Stecker genauso bauen, dass oben Ground ist
und unten dann jeweils die Zellen hoch. Das heißt, der erste Pin von oben ist dann 3,7 Volt, der zweite 7,4. Und ja, die Kabel kann man dann einfach hier so reinklipsen, einfach ein bisschen von hinten drücken und die rasten dann da ein und sollten theoretisch da im Stecker halten. So, mal dran ziehen, sieht gut aus. Das machen wir jetzt mit allen Kabeln, bis dass wir die drin haben. Dann haben wir auf jeden Fall den Kram schon mal erledigt. Ja, und hier ist nicht allzu viel zu sagen. Wir holen halt einfach die vier Kanten. Müssen nur aufpassen, dass wir dann entsprechend die Reihenfolge einhalten. Das heißt also von Ground zur höchsten Zelle. Was ich noch gucken muss, ist hier hinten irgendwie, ob ich den ein bisschen noch mit Kleber festmachen kann. Weil der ist ja direkt mit den Zellen verbunden. Das heißt keine Sicherung und nichts dazwischen. Wenn da ein Kurzschluss ist, wäre schlecht. Ich meine, die Kabel sind relativ dünn, die würden als Sicherung agieren, aber sicher ist sicher. Zumindest wenn ich es da ins Gehäuse schmeiße, auf jeden Fall gleich nochmal was drauf tun. Sollte aber zumindest mal ausreichen, dass wir das jetzt hier laden können. Also klemme den Kram an. So, ich habe hier schon mal so weit dran gemacht. Die Hauptkabel gehen direkt auf die Pins. Den Balancing Connector können wir einfach einstecken. Und wenn wir jetzt hier auf Charge gehen, 3 Zellen, 0,5 Ampere. Ja, das klingt soweit schon mal ganz gut. Wobei, machen wir mal Balance mit so wenig wie möglich. 3 Zellen, wie gesagt. Dann gucken wir einfach mal, wie es aussieht. Starten wir den mal. Battery Check. Müsst ihr eigentlich jetzt erkennen. Na, es sei denn, ich komme irgendwo gegen und mache mir mal wieder hier meine Zufuhr weg. Das ist natürlich alles ein bisschen doof hier. Muss ich mal gucken, ob ich gleich noch einen Stecker finde. Wenn man die Finger davon lässt, funktioniert es. Battery Check, probieren wir es nochmal. Confirmed, 3 seriell, das sieht gut aus. Wenn wir jetzt hier, irgendwie konnte man dann, starten wir mal. Jetzt können wir uns hier irgendwo die Zellen einzeln anzeigen. Da haben wir es doch. Und da sehen wir 3,59, 3,61, 3,59. Also der mittlere Pack ist etwas höher als die anderen beiden. Sind aber halbwegs im richtigen Bereich, also sie sind nicht zu weit auseinander gedriftet. Die drei seriellen Packs aus jeweils 2 Zellen haben also halbwegs gut hier drin gehalten. Dann können wir einfach zum normalen Charge übergehen. Ich lasse es jetzt auch mal bei 0,5 Ampere, eventuell das später hochstelle, aber erstmal beobachten, wie sich das Ganze hier verhält, nicht, dass irgendwie Probleme auftreten. Wir sehen jetzt, er fängt jetzt hier an, Spannung steigt, 10,8 Volt. Wackelt ein bisschen hin und her. Aber wir sehen, er ist irgendwie zwischen 100 und 500 mA immer mal wieder dran. Und die Spannung von den einzelnen Zellen steigt auch. Also das sollte eigentlich schon passen. Ich gucke gleich mal, wieso der so hoch und runter geht. Ich könnte mir vorstellen, dass hier mein Eingangsnetzteil da nicht hinterherkommt. Dass ich da mal ein bisschen noch schalten muss. Und das hier sieht auch gut aus. 4,2, 4,2, 4,2. Ich habe einfach das Eingangsnetzteil, die Spannung ein bisschen erhöht. Da ging das Ganze dann besser. Und ja, wenn wir das Licht anmachen, dann können wir das auch hier nochmal gegenchecken. Wenn wir jetzt hier mal messen, 4,105. Was hat die nächste? 4,107. Und kriegen wir auch etwas in die Richtung. 4,095. Das ist ein bisschen niedriger. Nicht ganz so schön, aber ist alles ungefähr im richtigen Bereich. Ist nicht mehr 4,2 Volt, einfach weil das Ding jetzt schon im Moment stand. Ladevorgang war schon beendet. Aber ja, sieht im Prinzip gut aus. So, wie schon gesagt, den Stecker möchte ich aber noch irgendwie verblumben, dass mir da nichts rausrutscht im Gehäuse und da einen Kurzschluss macht. Die Lötstellen an BMS, da habe ich wenig Bedenken, aber der Stecker, Und was ich da gefunden habe, das ist das Zeug hier. Liquid Electrical Tape, quasi flüssiges Isolierband. Steht nicht viel drauf, hatte ich bei irgendeiner Mailback mal gesehen, bei einem anderen YouTuber gekauft. Das hier klingt nach einer guten Idee, das mal auszuprobieren. Also probieren wir es mal, machen wir mal auf und ja, schmieren das einfach mal hier drauf. Okay, das ist dünnflüssiger, als ich gedacht hätte, aber es hält. Ich möchte jetzt ungern mit den Fingern dran gehen. Schmieren wir es einfach mal rundherum und lassen es einfach mal dann hier trocknen. Stand ja irgendwas drauf von Blafu. Ich lasse es einfach mal über Nacht trocknen. Dann wird das schon halbwegs hart werden, hoffe ich. Ich hoffe, dass es nicht so ist wie manche anderen chinesischen Kleber, die dann einfach flüssig bleiben und keine Ahnung, was da dran Kleber sein soll. Aber naja, sieht hier so erstmal schon mal ganz gut aus, ist in die Ritzen gelaufen und jetzt darf es dann erstmal vor sich hin trocknen.
So, Tag später, gucken wir mal. Das sieht schon mal sehr, sehr schön aus. Also sieht aus, als ob da wirklich irgendwie so Klebeband drüber wäre. Nur halt flüssig und es ist vor allen Dingen auch fest. Also ich habe mal probiert, da ist nichts, was abgeht. Es fühlt sich fest an, also Deckel drauf, passt so. Und dann können wir jetzt hier unseren wunderschönen Akkupack auch wieder benutzen. Yay! Also Akku voll und damit Ziel fürs erste Mal erledigt. Paar Umwege, aber hey, so ist das halt beim Basteln. Wie gesagt, ich werde ihn auf jeden Fall auch nochmal mit dem internen BMS laden, aber dafür möchte ich mir einen Datalogger und so noch vorher bauen. Den hatte ich jetzt gerade nicht zur Hand, der liegt noch an einer anderen Stelle. Deswegen jetzt erstmal hier der Weg. Aber hey, der iMax ist damit wieder funktionsfähig. Mal gucken, vielleicht, dass ich ihn doch nochmal irgendwie ins Gehäuse reinmache oder gerade eins drucke. Aber fürs Erste tut sowohl der iMax als auch mein Akku hier wieder, was sie sollen.